Mit einem klaren 6:0 gegen den FC Markfeld Mannsdorf sorgte der GRK für den höchsten Sieg in der ersten Runde des Unica ÖFB Cups. Wir haben die Grazer besucht und Gerald Säumel getroffen, der als Kapitän der Steiger seiner Truppe den nötigen Rückhalt gibt und mitverantwortlich für den Durchmarsch in die Regionalliga ist. Wie er mit seiner Mannschaft den nächsten Schritt im Unica ÖFB Cup schaffen will, erfahrt ihr jetzt. Hallo Gerald, hast du mit einem so hohen Sieg in der ersten Runde des Unica ÖFB Cups gerechnet? Nein, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es war das erste Spiel, das erste Pflichtspiel in der Saison. Wir haben jetzt eine relativ neue Mannschaft, wir haben sehr viele Zugänge gekriegt. Wir haben eigentlich nicht so gewusst, wo wir stehen. War selbst überraschend für uns. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir das so geschafft haben, nur ist vielleicht nicht zu überbewerten. Das Spiel war natürlich ein schönes Erlebnis, auch für die Zuschauer. Bei uns ist es natürlich super zu spielen, auch weil uns die Fans nach vorne peitschen. Eine Runde weiter. Jetzt haben wir Steyr und wollen auch dieses Spiel positiv dann angehen. Neben seiner sportlichen Laufbahn studierte der gebürtige Steiger Jus und arbeitet seither in der Personalentwicklung. Trotz seines Vollzeitjobs schaffte er es auch noch, einer sportlichen Karriere nachzugehen. Mittlerweile ist es so, dass man eigentlich den Sport braucht als Ausgleich. Also ich bin sicher so ein Typ, wenn ich zu Fußballspielen aufhöre, dass ich weiterhin eben Sport mache, in welcher Richtung auch immer. Deshalb freut es eigentlich nicht so schwer. Natürlich, die Jungs in der Kabine, wenn sie das Interview sehen, werden sie mich wahrscheinlich auslachen, weil Montag oder Dienstag komme ich meistens und schaue ein bisschen mir rein. Aber das ist einfach, weil man nebenbei berufstätig ist, das sind die anderen Burschen auch. Ich sage immer, wir machen das alle freiwillig und deshalb uns zwingt keiner. Und wir sind in einer gewissen Weise da, vor allem beim GRK im Amateurbereich, auch privilegiert, was das betrifft, jedes Mal vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und deshalb kommt man da auch unter der Woche dann gern zum Training. Vor 6 Jahren stand Gerald zum ersten Mal für die Grazer auf dem Platz. Für ihn ist der GRK mehr als ein Verein. Der GRK ist einfach ein Verein, der Tradition und in gewisser Weise jetzt natürlich auch Treue vereinbart. Was da in den ganz unteren Ligen bei Neugründung des Vereines los war, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass da wirklich den Menschen der Verein so am Herzen liegt und die das mit supporten bis jetzt drauf in die dritte Liga, wo wir eigentlich dann zum Schluss aufgehört haben. Und das zeichnet den Verein eigentlich aus, dass er, denke ich, nicht tot zu kriegen ist, weil er war eigentlich schon tot und ist jetzt wieder auferstanden. Und das gibt auch ein gewisses Sicherheitsgefühl für die Vergangenheit, wie was für den Verein noch passieren. Wir waren ganz unten, jetzt geht es wieder nach oben. Das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Bevor wir uns von den Grazern verabschieden, möchte Gerald den Fans und Freunden des Vereins eine Botschaft zukommen lassen. Liebe GRK-Fans, ihr kennt es eh. Ich brauche euch eigentlich nicht motivieren für so ein Spiel, aber bitte trotzdem, kommt ins Stadion, wie in den letzten Jahren auch. Wir brauchen eure Unterstützung, feiert uns an und dann können wir, glaube ich, da die Überraschung schaffen. Vielen Dank.